So, liebe Leute. Wir sind zurück im Kloster. Da wir richtig gut sind, gehen wir schon mal zu... Was denn? Stellen wir uns jetzt schon mal in die Kirche. Alter, ist hier alles so dunkel. Das mal an. Und beten bis schön um 6. Dann hoffe ich, dass das, was wir geklaut haben, endlich für den Keller reicht, damit wir uns Dietriche beschaffen können. Dann brauchen wir, müssen wir mal gucken, wo die Küche ist. So, wann können wir? Jetzt. Reise mit den anderen. Alles klar. Ab, 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 ab. Dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes. Ist er schon da? Der Bruder Kellerer. Da sitzt er schon und isst. Ist immer der Erste. Der Abt bevorzugt den Kloster wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen. Ah, Gregor. Er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und gehorsam. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, dass jemand hat. Erstmal alles hier reinpacken. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich vielleicht den Retterschnaps nicht unbedingt nehmen sollen. Alles zusammen kommt gar nichts. Das gibt's nicht. Und auch dieses. Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Jetzt ist allerdings mir, stellt sich mir auch die Frage. Wo ist hier die Küche? Küche. Entschuldigung, muss hier mal rein wegen der Liste gucken. Oh, Bibeln. 15 Stück. Nehmen wir mit. Wohl. Nehmen wir mit. Na, wo liegt denn jetzt hier diese mysteriöse Liste? Hier. Alles klar. Gut, haben wir uns gekümmert. Sehr schön. Und da ist er wieder. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den jetzt nur noch. Gelobt sei Jesus Christus. Die Dietriche. Ich will doch nur Dietriche. Brötchen. Dann müssten wir vielleicht nochmal was brauen da vorne in der. Weil ich sehe gerade, das bringt am meisten, wenn wir da vielleicht ein paar Tränke brauen. Das gibt's doch nicht. Kostet 17 Groschen, fast 18 Groschen für... Ja, wir feilschen mal. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Komm schon, lass uns 0 auf 0 rausgehen. Sind wir uns einig? Mehr... Noch nie. Durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern macht er nicht mehr mit jetzt, ne? Na schön. Und jetzt? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Von der vierten Stunde aber bis zur sechst sollen sie frei. Geht nicht. Geht nicht. Aber was ist denn, wenn wir ihn fragen wegen dem Schlüssel zum Kloster? Lassen Sie es einfach mal probieren. Ich meine, bevor wir hier ewig... Bruder, ich würde dich gern um einen Gefallen bitten. Ich glaube, du bist der richtige Mann dafür. Oder warst es, bevor du hierher kamst. Verstehe. Ich nehme an, du willst etwas Ungehöriges. Ja.
Ich brauche unbedingt die Schlüssel zum Kloster. Das wird nicht leicht, das sage ich dir gleich. Der Prior trägt sie immer bei sich. Daher frage ich mich, wie ich dir dabei helfen soll. Kannst du sie ihm abnehmen? Den Prior bestehlen? Du machst wohl Witze. Ich bezahle dich natürlich dafür. Was könntest du mir schon zahlen? Ich habe dem Diebesgeschäft abgeschworen. Du müsstest mir schon eine Menge Groschen anbieten. Wie viel willst du denn? So einiges. Das ist keine Kleinigkeit, Bruder. So viel? Und wo soll ich das herbekommen? Wir sind hier schließlich in einem Kloster. Meine Rede. Aber keine Groschen, kein Diebstahl. Und bitte mich lieber nicht noch einmal um so einen Gefallen. Wenn wir an unseren Kram kommen würden, ne? Ja, passt mal auf, wir müssen hier irgendwie... Halt, stopp. Da ist einer mit Kapuze. Er möchte 200 Groschen haben. Wo kriegen wir denn 200 Groschen her? Wir bräuchten vor allen Dingen erstmal einen Dietrich. Wenn wir den haben... Wenn wir den hätten, könnten wir hier verschiedene Türen aufmachen. Ich weiß nicht, wo ich noch mehr Lebensmittel klauen soll. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut. Was wir hier alles machen, ey. Ja, alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und da ist er wieder. Reicht's jetzt für einen Dietrich? Herr und Meister. Was gibt es, Bruder? Komm schon, was willst du denn eigentlich mit so viel Kram, ey? Radieschen ist doch kein Mensch und rote Beete und hast du nicht gesehen. So, dafür hätte ich jetzt einfach nur gerne einen Dietrich. Yay, es funktioniert. Okay, besorge den Schlüssel für die Klostertür. Ich habe immerhin Groschen. Und ein bisschen Zeug. In die Quest wollte ich keinen gucken. Täglich grüßt das Klosterleben. Den nehmen wir mal raus. So. Das bedeutet, wir brauchen jetzt Zugang zu dem Prius. Frage ist nur, wo schläft der, ne? Vielleicht irgendwo.
Jetzt mal, wir haben den. Das hat sich mal nicht rentiert. Klar. Was haben wir denn da? Ein schöner Dolch. Ah. Wozu braucht ein Mönch eine Waffe? Wir haben einen Dolch. Ich glaube, hiermit können wir uns dann vielleicht doch noch ein paar mehr Dietriche holen. Da ist hier noch irgendwo Interessantes. Lass mal gucken. Mit dem Dietrich wird alles einfacher. Mal gucken. Unterhalten wir uns. So sieht's aus. Mal auf, guck mal. Ach, was? Ach, komm. Ernsthaft, das ist alles, was du mir dafür gibst? Wirklich? Es ist ein Dödel. Soll ich euch mal was vorlesen hier? Also wir müssen im Prinzip rausfinden, wo... Wir probieren es ganz fix. Wo wir sind. Checken. Was tust du? Sind wir die Kloster? Oh Leute, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir hier unser Geld kriegen, ne? Schnell, 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 schnell. War nie hier. Ha! Jetzt haben wir unsere Groschen. Was bedeutet, wir können... Gott, also muss ich dir einen abrennen. Bin gar nicht hier. Mach mal auf. Das heißt, wir können den Kellerer bezahlen, dass der uns die Schlüssel klaut. Boah, Leute, warten gerade. Okay, wir sprechen mal mit Bruder Nevlas. Was wünschst du, Bruder Gregor? Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Abgüsse? Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir die Groschen. Wir haben einen Weg nach draußen gefunden. Ich bin ja begeistert. Dass wir können ihm seine 200 Groschen bezahlen und er stiehlt uns den Schlüssel. Jetzt müssen wir bloß den Tag noch rumkriegen. So. Ringelblumenaufguss. Retterschnaps. Retterschnaps. Wir sollten uns vielleicht mal einen Retterschnaps machen.
Zweimal Tollkirsche, einmal Brennnessel. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch was für uns mischen. Na, die sind ja gar nicht blöd, ne? Die Sachen, die wir dafür bräuchten, haben sie nicht. Ah, liebe Entwickler. Also zweimal Ringelblumen auf. Ja. Einmal Brennnessel, zweimal Ringelblume. Also viermal Ringelblume, zweimal Brennnessel. So. Gut, dann müssen wir im Prinzip nur noch den Tag hier rumkriegen und dann sollten wir doch alles haben. Du benötigst Wasser, eine Handvoll Nesseln und zwei Handvoll Ringelblumen. Gib die Nesseln ins Wasser und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Also einmal Brennnessel ins Wasser. Ja, erstmal brauchen wir Wasser. Dann eine Handvoll Brennnesseln und dann wollen wir das Ganze mal kochen lassen. Das Gemisch abkühlen, gib die Ringelblumen zu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Okay. Ich glaube, das hat jetzt ein bisschen zu lange gekocht, kann es sein? Okay, und dann zweimal Ringelblume. Einmal. Zweimal. Und das Ganze jetzt, eine Filiole. So, kann man es noch irgendwo anders rein? Destillator. Hier. So, bin gespannt. Es hat funktioniert und wir sind sogar eine Stufe aufgestiegen. Och, und wir haben schon zwei. Ja, nice. Unterhalten wir uns. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor, du hast Talent. Ja, schon bald werden wir. Schon, ich weiß schon. Wenn man nur wüsste, wo der Keller arbeitet, ne? Gut, Leute. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich beende den Tag mal mit den üblichen Beschäftigungen bis zum Abendbrot, bis wir dann den Keller übernehmen oder beziehungsweise uns noch ein paar Dietrich anschaffen können. Oder auch den Kellerer dazu überreden, dass er uns die Schlüssel klaut. Und am nächsten Morgen sollte ja dann auch das Blut geliefert werden. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ist ja jetzt wieder derselbe Ablauf. Ich glaube, das kann ich off-cam machen. Da verpasst ihr nicht viel. Also in diesem Sinne, wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.